Ich bin heute bei Agaete unterwegs. Genauer gesagt habe ich mein Auto im Ortsteil El Tuman abgestellt. Da vorne kommt jetzt der Aussichtspunkt und von dort geht es über lange Treppen zur Playa Caleta runter. Momentan ist Niedrigwasser, deshalb ist das Meer recht ruhig. Das da unten, das schaue ich mir jetzt genauer an. Der Briefträger war heute auch schon da. Von dort oben bin ich runtergekommen und jetzt geht mein Weg links weiter. Dass an der Palme ein Quellwasser gibt, das weiß ich von einer früheren Tour. Mittlerweile habe ich den Barranco quert und gehe auf der anderen Seite nach oben. Dort hinten sehe ich schon mein nächstes Ziel, den Punta Gordo. Im Dunst liegt Agaete. Auf der rechten Seite kommt jetzt die Cueva Moro. Ein rechter geräumiger Höhle. Eigentlich habe ich mir vorgenommen, auf den Fels raufzusteigen. Aber wie ich dann gesehen habe, welche Spalten im Boden sind, habe ich es lieber bleiben lassen. Ich muss nicht mehr alles machen, was möglich wäre. Beim Abstieg über den schlechten, ausgewaschenen Pfad zur Playa habe ich mich voll konzentrieren müssen, um nicht daneben zu treten. Am Strand habe ich mich dann für ein paar Minuten hingesetzt und das Panorama und die Ruhe genossen. Zurück geht es jetzt auf der linken Seite von Barranco El Juncal bis fast zur Brücke, die das Tal überspannt. An der Stelle hätte ich mir fast eine nasse Füße geholt,
aber ich habe es gemeistert. Von da kann man den Weg sehen, den ich vorher gelaufen bin. Es geht weiter nach oben und ich glaube, dass ich es bald geschafft habe. Kurz vor dem Ende meiner Tour ist mir noch ein Ehepaar entgegengekommen. Ja, da kommt der Hans Stock, hat der Mo gesagt. Sie haben mich von meinen kleinen Filmen auf YouTube wiedergekannt. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Ich bin jetzt fast am Ende von meiner Wanderung angelangt. Ich sehe da vorne schon die ersten Häuser. Es war wieder mal ein schöner Tag für mich. Leider war es recht günstig. Das heißt, weil kein Leben im Wald. Aber die Tour, die war trotzdem schön. Es ist ja alles gut gegangen und es ist nichts passiert. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei.